Die erste Erinnerung ans Kochen ist daheim im Familienhaus am Küchentisch zu stehen und Salatsauce machen. Ich musste die Schweiz verlassen, um wirklich wieder schätzen und kennenlernen, was wir daheim haben im eigenen Land. Dann ist mir auch so vieles durch den Kopf gegangen, eigentlich, was für eine intakte Natur das wir haben mit den Alpen. Dann war wie für mich so der Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich zurückkomme, dann will ich mich viel mehr mit dem auseinandersetzen. Das sind so kulturelle Güter dabei, wo man irgendwie einfach so ein wie vergessen hat, wenn es auch nur schon eine Heidelbeere ist oder der Bergwacholder, wo ein wie unser Eukalyptus-Lorbeer ist. Ich glaube, meine Küche ist sicher bekannt für die typisch klassischen Luxusprodukte. Stetig auf der Suche, einen neuen, noch tieferen Geschmack zu finden, mit noch weniger. Und ich glaube, das ist das, was die Küche um mich herum ausmacht und auch mich. Aber ich habe natürlich dort ganz klar auch ein Ziel gehabt. Ich habe gesagt, ich habe mir selber, ich will den besten Koch werden, den es gibt. Und da habe ich ein ganz tolles Team im Rücken. Ich habe zum Glück auch eine super tolle Familie. Immer wenn ich gesagt habe, ich bin d'accord damit, ich bin einverstanden damit, für mich passt, dann haben sie mich unterstützt. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Ich bin mein grösster Feind, mein grösster Freund. Und das heisst, in der Küche frage ich jeden Teller hinterfragen. Wenn ich irgendwie wie arbeite, die vielen Tasks, die ich jeden Tag habe, kann wie erfüllen und ich habe mit dem besten Gefühl heimgehen. Das sind so die Momente, wo ich immer noch so denke, so wow, ich habe wirklich den schönsten Beruf auf dieser Welt und es ist so vielfältig und es ist so abwechslungsreich. Ich tue mich immer hinterfragen in dem, was ich mache. Mercedes tut sich immer wieder hinterfragen, wie wir Autos bauen. Wir haben da sehr viele Parallelen. Und ich glaube, darum habe ich auch so eine tolle Partnerschaft mit Mercedes. Wenn ich etwas angehe, dann richtig, dann packe ich es an und dann stand ich zu 100% dahinter. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.